tust du da? Das siehst du doch, ich backe. Was backst du? Nach was sieht's denn aus? Schau doch mal. Pizza! Ich hab so Lust auf Pizza. Nein, Pizza mache ich leider nicht. Rate noch mal neu. Milch, Eier, Zucker, oh, was Süßes. Kuchen! Ja, was Süßes ist schon richtig, aber Kuchen ist es nicht. Oh, Mist. Krebs. Krebs. Das hört sich sehr gut an. Ja, ist es leider nicht. Nein? Mist. Was denn dann? Das wird ein ganz leckerer Pfannkuchen. Pfannkuchen? So, schau mal. Jetzt haben wir hier den fertigen Teig. Mhm. Den machen wir jetzt in die warme Pfanne. Okay. Dann lassen wir den eine Weile backen. Und dann haben wir einen ganz, ganz leckeren Pfannkuchen. Und ganz wichtig beim Pfannkuchen ist, wir müssen aufpassen, dass er nicht aus der Pfanne hüpft. Kann das passieren? Ja, wenn wir nicht aufpassen. Es waren einmal drei alte Frauen, welche gern einen Pfannkuchen essen wollten. Da gab die erste ein Ei dazu, die zweite spendierte die Milch und die dritte Fett und Mehl. Sie rührten den Teig an, gaben ihnen eine große Pfanne und backten ihn. Oh, wie freuten sie sich auf ihren Pfannkuchen! Doch als der dicke, fette Pfannkuchen fertig war, richtete er sich in der Pfanne in die Höhe, sprang mit einem Satz heraus und lief aus der Küche der drei alten Frauen weg. Er lief und lief immerzu und lief kantapper, kantapper in den Wald hinein. Da begegnete ihm ein Häschen und rief: »Dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich fressen!« Der Pfannkuchen antwortete: »Ich bin drei alten Frauen entlaufen und soll dir, Häschen, nicht entlaufen?« Und er lief kantapper, kantapper in den Wald hinein. Da kam ein Wolf herangelaufen und rief: »Dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich fressen!« Der Pfannkuchen antwortete: »Ich bin drei alten Frauen entlaufen, dem Häschen, und soll vor dir, Wolf, stehen bleiben?« Und er lief kantapper, kantapper in den Wald hinein. Da kam eine Ziege dazu gehüpft und rief: »Dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich fressen!« Der Pfannkuchen antwortete: »Ich bin drei alten Frauen entlaufen, dem Häschen, dem Wolf, und soll bei dir, Ziege, stehen bleiben?« Und er lief kantapper, kantapper in den Wald hinein. Da kam ein Pferd herbeigesprungen und rief: »Dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich fressen!« Der Pfannkuchen antwortete: »Ich bin drei alten Frauen entlaufen, dem Häschen, dem Wolf, der Ziege, und soll bei dir, Pferd, stehen bleiben?« Und er lief kantapper, kantapper in den Wald hinein. Da kam ein Schwein dahergerannt und rief: »Dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich fressen!« Der Pfannkuchen antwortete: »Ich bin drei alten Frauen entlaufen, dem Häschen, dem Wolf, der Ziege, dem Pferd, und soll jetzt bei dir, Schwein, stehen bleiben?« Und er lief kantapper, kantapper in den Wald hinein. Da kamen drei Kinder daher, die hatten keinen Vater und keine Mutter mehr und sprachen: »Lieber Pfannkuchen, bleib stehen, wir haben noch nichts gegessen, den ganzen Tag.« Da sprang der dicke, fette Pfannkuchen den Kindern in den Korb und ließ sich von ihnen aufessen. Super spannende Geschichte. Zum Glück ist unser Pfannkuchen nicht abgehauen. Num, 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 num.